Stefan, du hast ganz aktuell von der Zeitschrift Häuser einen Preis bekommen für die Verbindung zwischen Haus und Garten. Ich habe den Eindruck, du hast dir so ein bisschen schon fast einen Namen gemacht als jemand, der diese beiden Aspekte innen und außen bei einem Familienhäuser besonders gut zusammenbringt. Wie kommt das? Wie kannst du uns das erklären? Ja, das hängt, also wir haben, es hängt einfach mit meiner Leidenschaft zusammen, dieses Bauen an dem Grundstück als gesamtheitlich zu sehen, als Einheit zwischen Haus und Ort und Garten. Und die Architekturhaltung, die ich verfolge, die eher von der kalifornischen Moderne geprägt ist, die möchte nicht die Natur dominieren, wie der Le Nôtre in Versailles, wo die Natur untertan gemacht wird, sondern die Natur wird sozusagen möglichst nicht angekratzt, und die Architektur, wie im Japanischen, setzt sich ganz sensibel, fügt sie sich in die Natur ein und nimmt die Natur auf, ihre Winde, ihre Besonnung, ihre verschiedenen Stimmungen. Und dann kann die Architektur jetzt nicht eine Palladio-Villa sein, die per se auch ein tolles Kunstwerk ist, sondern die asiatische Haltung, die japanische Haltung, die von Frank Lloyd Wright, Neutra, Schindler, diese Architekten haben das anders begriffen und haben ihre Häuser ganz natürlich in die Landschaft gesetzt. Und dieses Zusammenspiel zwischen dem Natürlichen und dem vom Mensch Geschaffenen, das ist eine Qualität, die, wo ich schon fast sagen muss, die mich berauscht. Ich bin natürlich auch, mir machen Gärten Spaß, ich mache Gartenreisen, man muss wie in der Architektur sich die Dinge auch anschauen. Und es gibt ganz wenige Architekten, die eigentlich beides können, einen guten Garten zu machen und ein gutes Haus. Das heißt, du hast eine richtige Leidenschaft für Gärten, du informierst dich über Gartenarchitektur, du liest Bücher, hast du mir erzählt, eine ganze Buchreihe hast du zu Hause. Und das ist der Grund, weswegen du sagst, die Hochbauarchitektur, also das Haus, darf den Garten nicht dominieren, sondern die müssen quasi als zwei gleichwertige nebeneinander stehende im Grunde beider, also auf einem Niveau auch an Wertigkeit. Das ist ein gutes Stichwort, weil der Neutra war ja eigentlich Architekt, hat aber vorher als Gärtner in Österreich gearbeitet, und der hat sogar gesagt, der Gärtner ist der Senior-Partner vom Projekt. Also ihm war der Garten wichtiger wie die Dominanz des Hauses. Und das finde ich eigentlich einen sehr spannenden Aspekt für mich auch. Und ich habe mir das auch autodidaktisch beigebracht. Sehr, sehr viele gute Gartenarchitekten weltweit sind Autodidakten, komischerweise, weil es wahrscheinlich ein bisschen mehr mit dem Spüren und dem weniger Akademischen zu tun hat. Und da war der Neutra, hat ein fantastisches Buch auch geschrieben, wo er das alles beschreibt, dass man das Unangenehme ausblendet, dass man schaut, wo der Wind herkommt, wo kommen die Geräusche, wo möchte man morgens aufwachen. Also diese ganzen Aspekte des Natürlichen, die sind für mich, je mehr ich mich damit beschäftige, desto spannender wird es eigentlich. Aber du hast mir gesagt, du benutzt den Garten im Grunde schon auch, um zum Beispiel Dinge aus der Nachbarschaft, die man jetzt nicht unbedingt sehen möchte, wenn man aus dem Schlafzimmerfenster guckt, auch auszublenden. Du pflanzt ja selbstverständlich, das ist ganz wichtig. Oder irgendein Leitungsmast, den ich nicht sehen möchte. Oder ich kreiere neue Blickachsen, ich schaue, was ist an dem Grundstück sehenswert im wahrsten Sinne des Wortes, was ist unerwünscht. Und heute kann ich mir die größten Pflanzen bis 12 Meter Höhe Freihaus liefern lassen. Und es ist fantastisch, wenn dann ein komplett neuer Gartenraum entsteht. Also nicht nur die sogenannte grüne Wurst außenrum mit dem Rollrasen und dem Rasenroboter, wo ich möglichst wenig Arbeit habe. Und das Haus steht dann wie auf einem Tablettsockel und geht keine Verbindung mit dem Grundstück ein. Wenn dir das Gesamtkunstwerk so wichtig ist, würdest du denn da noch Aufträge nur für eine Gartengestaltung annehmen? Ja, das Gesamtkunstwerk ist ein Aspekt meiner Arbeit, aber die Leidenschaft für Gärten bringt mich auch dazu, dass ich eigene Projekte nur für Gärten mache. Das heißt, man könnte jetzt, wenn ich jetzt bauen würde, oder ich würde ein Haus erben, sagen wir mal so, und mir wird der Garten nicht gefallen, könnte ich zu dir kommen und sagen, ich möchte, dass du dich nur um meinen Garten kümmerst. Das würdest du tun. Richtig, oder was öfters vorkommt, dass man eine neue Poolsituation haben will oder sich die Bedürfnisse geändert haben, dass man heute irgendwie... Man lebt ja heute viel mehr außenbezogen wie in den Gründerzeitvillen oder klassischen Villen, und wenn man das jetzt ganz subtil wieder anpassen muss in unsere Zeit hinüber, dann
kann man mich auch als Gartenarchitekt Was ist, wenn ein Kollege kommt, der sagt, das Haus liegt mir am Herzen, ich plane für mein Leben gern, aber Gärten habe ich kein Händchen für. Kannst du auch Kollegen unterstützen? Ja. Das ist eigentlich so, also mit Kollegen zu arbeiten, ist perfekt, weil man dann, wichtig ist, glaube ich, wenn Garten und Haus eine Einheit werden sollen, dann muss man ganz, ganz früh einbezogen werden. Mhm. Und warum ich angefangen habe, mich dafür selber zu interessieren, weil die Gartenarchitekten dann praktisch eher, man kann nicht zwei Konzerte gleichzeitig machen. Es muss ein Konzert sein und wenn das Haus leise ist, dann kann der Garten nicht laut sein. Und diese Einheit zu schaffen, ist ganz wichtig, dass man das von vornherein macht. Es geht bei mir so weit, dass ich schon nur den Garten entwerfe und das Haus und mich noch gar nicht damit beschäftigt habe. Und dann entsteht das Haus zu dem Garten hinzu. Und das ist eine Qualität, die man mit anderen Architekten natürlich von Anfang an schon wunderbar entwickeln kann. Verstehe. Wie gehst du denn auf die Wünsche der Bauherren ein? Es gibt ja immer dieses Vorurteil, der Architekt will nur seine eigene Überzeugung umsetzen und hört nicht hin, wenn der Bauherr irgendwas will, was in seinen Augen ein Schmarrn ist. Wenn man so eine Leidenschaft lebt für seinen Beruf, wie ich es jetzt bei dir raushöre, wie stark kannst du noch auf die Bauherrenwünsche eingehen? Also das ist ja bei mir sozusagen die Grundhaltung, dass ich sage, eins und eins ist drei. Ich höre sehr genau zu, was der Bauherr möchte. Ich möchte aber keine Kompromisse machen. Kompromisse kann ich nur dann machen, wenn ich 100% das, was er möchte, am Schluss umsetzen. Und wenn wir beide nicht wussten, was wir wollten, am Schluss kommt was Drittes raus, was keiner am Anfang so gewollt hat, wo alle begeistert sind. Und dieser Prozess, der macht mir so unglaublich viel Spaß. Okay. Und das ist eben nicht die ich sage immer, Alpha-Tier-Architekten-Schiene, wo man sich dann einen Bogner-Anzug kauft und ein Bogner-Anzug ist ein Bogner. Man ist immer gut gekleidet, man fühlt sich auch wohl drin, aber es ist halt immer Bogner oder immer Richard Meyer, um einen Kollegen zu nennen. Das heißt, dir ist es wichtig, auch wirklich pro Bauherr dann das Unikat für diesen Bauherrn zu schaffen. Du kopierst dich nicht selbst. Ich kopiere mich nicht selbst, also da bin ich auch sehr stolz drauf. Jedes Haus von mir sieht anders aus, jeder Ort ist anders und jeder Bauherr ist anders. Mhm. Und gerade beim Garten geht es ja so weit, dass es zurückreicht bis in die Kindheit. Das sind praktisch die ursprünglichsten Kindheitserinnerungen, die man ja im Garten dann wiederfinden will. Mhm. Also mein größtes Haus, was ich bis jetzt gebaut habe, hat der Bauherr gesagt, er ist wahnsinnig glücklich, Herr Lange, ich bin super glücklich, aber ich muss Ihnen leider sagen, der Garten macht mir noch viel mehr Spaß, weil das Haus ist immer da und der Garten verändert sich. Und das ist ja das Tolle an der Natur. Mhm. Also kein Design der Welt oder auch kein Lichtdesign der Welt kann einen Strahl der Sonne, der zum richtigen Licht genau da einfällt, das kriegt kein Designer dieser Welt hin. Das ist eigentlich eine göttliche Qualität, die im Osten anders definiert wird wie in der westlichen Kultur, aber in beiden Fällen auf jeden Fall das tragende oder spannende Thema ist, was man dann als Leistung eben schaffen kann. Schön, vielen Dank.